Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 24. November. Guten Morgen im Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für euch vorbereitet. Wir sprechen über PayPal, Tesla, Facebook, das Samsung Galaxy S9, Google Street View, YouTube, Nvidia Shield, Amazon und den Black Friday. Wir beginnen bei PayPal und dort hat der Bundesgerichtshof jetzt den Käuferschutz mehr oder minder gelockert. Bisher galt der Verkäuferschutz von PayPal ja mehr oder minder als uneinnehmbare Instanz. Jetzt gibt es allerdings 2 Urteile, die gegen den Käuferschutz sprechen. Beim ersten Fall handelt es sich um ein Paket, das beim Kunden nicht ankam. Es war allerdings auch nicht versichert. Dementsprechend hat der Kunde das Risiko zu tragen. Beim anderen geht es um einen ähnlichen Fall. Ja, beide wollen in Berufung gehen. Trotz allem, die Aussicht ist relativ niedrig. Könnte also sein, dass sich beim Käuferschutz etwas ändert, beziehungsweise diese Macht, die der Käuferschutz von PayPal bisher hatte, ein bisschen nachlassen wird. Wir kommen zu Tesla. Da haben wir gleich 2 News. Die erste wäre, dass das Model 3 jetzt endlich auch den Bestellprozess für nicht Familienmitglieder, Angehörige, irgendwie Ingenieure oder sonst irgendwas geöffnet hat. Bisher hat Tesla ja sehr wenige Autos ausgeliefert, das war eben immer nur nahestehende Personen. Jetzt konnten auch die ersten Vorbesteller ihr Auto konfigurieren, die nicht direkt mit dem Unternehmen verbandelt sind. Wir bleiben bei Tesla, die haben ja ein großes australisches Projekt quasi angenommen. Dort sollte eine große Powerbank quasi gebaut werden. Powerpack nennt sich das Ganze. 100 Megawatt sollte speichern können. 100 Tage waren dafür Zeit. Er hat es wesentlich schneller geschafft. In weniger Zeit wurde das jetzt fertiggestellt. Die Batterie soll 30.000 Haushalte in Südaustralien mit Strom versorgen. 50 Millionen Dollar wurden dafür fällig. Wir kommen zum Facebook Messenger und die gingen mal wieder auf Feature-Suche, um es mal nett zu sagen. Die haben jetzt ein weiteres Feature von Snapchat sich angeeignet. Dort gibt es jetzt bald die Streaks. Was sind Streaks? Im Endeffekt gibt es dann ein eigenes Symbol für Leute, mit denen man regelmäßig schreibt und dort eigene Animationen quasi. Das wird jetzt eben auch in den Facebook Messenger kommen. Aktuell befindet sich es im Test. Wann die generelle Ausrollung kommt, ist noch nicht bekannt, sofern sie denn überhaupt kommt. Wir kommen zum Samsung Galaxy S9 und S9 Plus. Da weiß man noch nicht allzu viel darüber, nur mittlerweile gibt es einen relativ starken Leak, unter Anführungsstrichen. Angeblich soll das Gerät bereits im Rahmen des CES 2018, also nächstes Jahr im Jänner, in Las Vegas vorbestellt werden. Wir kommen zu Google und gehen damit aber auch nach Österreich. Wir haben ja relativ lange uns gegen Google Street View gewehrt. Mittlerweile haben wir offensichtlich eingesehen, dass das Quatsch ist und richtig so ist es. Jetzt gibt es die erste News. Die Autos waren ja bereits im Juli unterwegs. Die Aufnahmen sollen 2018 dann veröffentlicht werden. Wie es aussieht, im Mai aktueller Ankündigung nach, wann genau, wird sich noch zeigen. Aber zumindest Österreich bekommt Google Street View. Nächstes Jahr ist es soweit. Wir bleiben bei Google, gehen aber zu YouTube und die haben heute im YouTube-Blog eine Änderung ihrer Bedingungen vorgestellt, beziehungsweise möchten sie mehr tun, um familienfreundlicher zu werden. Dazu zählt unter anderem die Durchsetzung der Community Guidelines, strengere Altersbegrenzung und bei Werbung quasi stärker zu reagieren, beziehungsweise auf die Meldung von unpassender Werbung stärker und schneller zu reagieren. Grundsätzlich eine sehr positive Sache, schauen da schließlich auch genug Kinder und Jugendliche YouTube. Wir kommen zu Nvidia und dort gibt es ein Update für die Nvidia Shield Android TV. Mit der Nvidia Shield Experience 6.2 ist es möglich, 4K-Filme direkt aus dem Google Play Store zu beziehen. Problem ist allerdings, die Preise sind wirklich jenseits von Gut und Böse. Wenn man sich zum Beispiel Spider-Man Homecoming ausleihen, also kaufen möchte, zahlt man 26,99. Das sind dann 12 Euro mehr, als die HD-Variante kosten würde. Bei den Preisen bleibt fraglich, ob sich das wirklich groß verbreiten wird, beziehungsweise groß Anwendung finden wird. Wir kommen zu Amazon und dort hatte ich ja die Woche schon die News, dass Streiks mehr oder minder angekündigt worden und vielleicht das Weihnachtsgeschäft ein bisschen bedroht sei. Wie es jetzt aussieht, ging das wesentlich schneller. Teile der Versandzentren, zum Beispiel Leipzig, haben gestern bereits den Dienst niedergelegt. Man ist jetzt bereits in den Streit getreten. Das betrifft auch Standorte in Italien angesichts der laufenden Cyberwoche. Ein großes Problem für Amazon, wird sich zeigen, inwiefern sich das auf Zustellungszeiten auswirken wird. Ich schließe die heutige Folge. Wie könnte es anders sein mit Black Friday? Heute ist eben der Black Friday. Gestern war in den USA Thanksgiving. Heute beginnt das Weihnachtsgeschäft. Black Friday gibt es unheimlich viele Angebote, eben zum Beispiel auch auf Amazon in der Cyber Monday Woche. Gerade bei den Amazon eigenen Produkten kann man da das ein oder andere Schnäppchen machen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch auf den Steam Sale hinweisen. Der ist auch zum Beispiel wieder im Gange und interessiert immer viele unserer Hörer.
Dort gibt es sehr viele Produkte jetzt sehr günstig. Auch die Hardware übrigens, zum Beispiel gibt es den Steam Link dort für 5, 6 Euro. Wirklich tolles Gerät, kann man durchaus mal reinschauen. Generell, ja, heute ein großer Shopping-Tag. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Shopping. Das war's von meiner Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Nächste Woche ist dann der Martin wieder für euch da. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.